Edna ist endlich raus aus der Irrenanstalt, aber irgendwie, ja, geht's hier noch nicht so recht weiter. Warum? Ganz einfach, hier hinten ist die Polizei und, ja, das ist ein großes Problem, sag ich ja mal. Wir haben hier ein Abschleppseil am Brückenländer befestigt, aber, ja, das nützt uns noch nichts. Wir kommen nämlich nicht hier durch und, ja, hier tut sich jedenfalls noch nicht viel und deswegen will ich jetzt erstmal nach anderen Wegen suchen. Ich glaube nämlich so wirklich komplett habe ich das hier noch gar nicht erkundet. Speziell die Gegend hier, wo der Schlüsselmeister unseren Wagen versenkt hat. Da sollte ich nochmal genauer schauen, denke ich. Wusste ich's doch. Hier ist noch was. Gehe zu Uferweg. Da haben wir doch was. Haha! Poki! Oh cool. Und ich glaube, das ist unser Abschleppseil, hä? Sehr gut. Dann ergibt das sogar endlich einen Sinn. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet, mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation, dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens nämlich. Tja, dumm gelaufen. Gut, was können wir jetzt machen? Können wir dieses Seil jetzt benutzen? Benutze Fluss. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Benutze Fluss konnte ja nicht funktionieren. Geh zu über den Fluss. Ja, gerne. Wuhu. Oh mein Gott. Jetzt hätte so ein schöner Urschrei noch gepasst, wenn Edna jetzt hier so ein bisschen... Oh, ja, ja. Na gut. Ah, Poki, du bist heute richtig redselig. Dann rede nochmal mit uns. Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus, nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Ja, vielen Dank, Edna. Nicht auszudenken, was uns entgangen wäre, sonst muss ich ja wirklich mal sagen. Ja, World of Warcraft süchtig. Ja, ich muss zugeben, ich habe von diesem Spiel bislang immer die Finger gelassen, weil ich auch dazu neige, gewisse Spiele zu suchten. Das war damals bei mir war es damals Diablo 2, was ich ziemlich arg gesuchtet habe. Und ich glaube, bei World of Warcraft wäre das nicht besser geworden. Deswegen habe ich, glaube ich, ja, bislang habe ich komplett die Finger von diesem Spiel gelassen. So, aber gut, genug geredet. Jetzt schauen wir mal, was wir hier tun können. Das ist doch bestimmt zu, oder? Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Ich hab's geahnt. Zugerostet? Ja gut, dann wird das auch nicht viel bringen, dass wir hier unseren Generalschlüssel haben. Wäre ja aber mal trotzdem interessant, was dann passiert. Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Schade. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Finde ich nicht. Alles eine Frage der Einstellung. Harvey, willst du schwimmen? Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Ja, das ist richtig. Gut, obwohl sollte ich mir das... Na, ich sollte mir das nochmal anschauen. Vielleicht gibt's hier noch irgendetwas. Na,
Nein, gehe zu zum Fluss. Es nützt nichts. Wir müssen wieder hier weg. Ah, ja, 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 ja. Sehr gut. Ah, gut. Dann ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, dass wir mal dieses Kartenspiel mit Hoti machen sollten. Weil was anderes fällt mir jetzt wirklich nicht mehr ein. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? So. Nochmal kurz zur Erklärung, dieser Poki hier, der eben kurz aufgetaucht ist, sorgte dafür, dass das Spiel abgestürzt ist. Weil ich vermute, dass man eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht mit ihm reden soll, sondern erst später. Deswegen, ich habe ihn nicht vergessen. Es war nur noch nicht möglich, mit ihm zu reden. So, wir probieren mal, ob wir das Kartenspiel noch einmal schaffen. Darf ich es noch einmal versuchen? Klar. Zieh eine Karte. Wuppdidu! Die zweite von links. Daneben. Schade. Die zweite von links. Ja? Daneben. Nächste. Die zweite von links. Sicher? Ach so, okay. Richtig. Yay! Okay. Gleich die erste Karte. Sicher? Ja. Richtig. Dritte Runde. Okay. Die dritte Karte. Sicher? Aber hallo! Juhu! Richtig. Du hast es geschafft. Autsch! Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Das ist gruselig. Nein, Edna, du hast keinen Schlag an der Karosserie bekommen. Du bist zweimal hintereinander von einem und dem... Nein. Der Witz. Der Witz ist langsam alt. Lass dich nicht aufhalten. Okay. So, wir haben jetzt einen elektrischen Schlag bekommen. Wow. Verrückte Idee. Der Alu-Mann wollte doch einen elektrischen Schlag haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Edna jetzt so elektrostatisch aufgeladen, dass sie dem Typen selbst einen Schlag versetzt, wenn sie ihn berührt? Oder müssen wir den Alu-Mann eventuell dazu bringen, dieses Spiel auch mal zu machen? Ich denke, eins von beiden... Nein, Edna, da sollst du nicht lang. Böses Edna. Gehst du zu zum Tümpel? Okay. Genau. Wir reden jetzt auf jeden Fall nochmal mit dem Alu-Mann. Also entweder können wir ihm jetzt einen Schlag verpassen, oder aber wir müssen ihn dazu bringen, dass er selbst dieses Spiel spielt, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. Aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ich schätze mal, dass wir dieses Antioxidationsmittel brauchen, weil wir haben ja gesehen, das Tor ist verrostet und ein Antioxidationsmittel könnte dafür sorgen, dass sich das Tor öffnet. Wie das Ganze funktioniert, das könntet ihr dann hoffentlich gleich bewundern. Jetzt schauen wir allerdings erst einmal, ob das auch wirklich funktioniert. Juhu! Hallo Alu, alter Hund. Interessanter Gedanke. Du meinst... Was? Nein. Elektro... Das... Sondern auch wenn mich... Ja, okay, das hatten wir schon. Vielleicht müssen wir ihn aber... Mach. Ich kann's dir nicht... Den guten... Vielleicht müssen wir aber den guten alten Alu-Mann benutzen. Autsch. Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So... unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Ja, Mann! So, und jetzt will ich dieses verdammte Antioxidationsmittel. Du bist jetzt ein Lichtwesen, verdammt. Hallo, Alu, alter Hund. Wuga! Man kann Energiewesen nicht anfassen. Ich würde mich nur an seinem kosmischen Feuer verbrennen. Sagst du jetzt nur noch Wuga? Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Er sagt nur noch Wuga. Ist das nicht toll? Ob man Lichtwesen wohl verkloppen kann? Guck mal, Alu.
Ich habe da einen astreinen Poloschläger. Aha. Und weiter? Naja, und du hast da dieses Antioxidationsmittel. Ich tausche nicht, Edna. Ich brauche das Mittel, um mich... Ja, nix da. Ich nehme das jetzt. Vergiss es. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Huga! Aber trotzdem, einmal hat er noch normal geantwortet. Naja, was soll's. Huga! Wir haben den Aluman endlich zum Energiewesen verholfen. Ich bin sehr stolz. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle den Part schon beenden. Aber das wäre ein sehr kurzer Part. Also machen wir natürlich noch weiter. Wuga! Aber ich bin froh. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen was erreicht hier. Aber so wird das ja nichts. Ein Mutator der Böschung muss ich gehen. Da gehen wir jetzt zurück. So. Gehst du zu Ufer weg? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dicke, peng. Gehst du zu über den Fluss? Buga! Gehst du zu zur Mauer? Und? Benutzt du Antioxidationsmittel? Mit Harvey. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Ja. So sieht's aus. Also dann, hoffentlich funktioniert's. Wünscht mir Glück. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Okay. Bam, 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 bam. Sehr gut. So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna Bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600. Und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. Oh Gott, das will ich nicht. Oh Gott, so viele Gräber. Oh ja, ich will einmal mit Zombies reden. Und wer bist du? Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Sehr gut. Okay, das ist also das Grab von Ednas Vater. Okay. Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Da wäre jeder geschockt. So, gucken wir uns das mal an. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Wow, cool. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Das erinnert mich so ein bisschen an... Wo war das? Bei Mickey Epic war das, glaube ich. Wo man sich auch, glaube ich, bestimmte Gräber betrachten konnte und dann... Ja, so lustige Sprüche, glaube ich, drauf waren, wie diese Leute zu Tode gekommen sind, etc. War das bei Mickey Epic? Ich glaube, ja. Oh Gott, hoffentlich irre ich mich jetzt nicht. So, und hier ist jetzt also die Kirche. Poki! Rede noch einmal mit uns. Ich weiß, du hattest heute sehr viel zu reden, aber tu es noch einmal. Tu es. Für mich. Für mich!
In Harveys neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hat da hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschrift zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist. Aber es ist lustig. Es ist lustig, das stimmt. Was mir bei diesem Screen gleich auffällt, ich finde, dass dieser sich zeichnerisch doch ein bisschen abhebt. Also ich finde diesen hier irgendwie besonders schön gezeichnet, muss ich sagen. Vor allem die Kirche hier. Also im Vergleich zu früheren Screens, die man im Spiel trifft, ist das hier wirklich ein besonders schöner, wie ich finde. Auch wenn natürlich die Farbgestaltung, wenn das alles hier noch sehr düster ist, aber das ist doch gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Gut, wir speichern. Und was uns in dieser Kirche erwartet, Leute, sehen wir, nachdem wir mit Hans-Peter geredet haben. Ich muss wirklich weiter und die Schatten meiner Vergangenheit lüften. Aber mit Toten reden kann ich auch noch nach meiner Heilpraktikerlehre. Klaus-Peter, Staubsaugervertreter. Ich weiß nicht warum, ich finde das auch witzig. Also bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.